Kommt er jetzt hier lang? Da kommt er. Mist. Is someone there? Nein, hier ist keiner. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Hat er sich umgedreht? Wahrscheinlich nicht. Wait, quiet. Quiet. Na. Wo sind sie? Nothing. I guess we're safe. Ja, wir sind safe. Ich weiß noch nicht, ob ich denn hier sein will. Hm. Er ist wieder weggegangen. Aha. Kann ich hier einfach so lang schieben? Der sieht mich doch hier hinter, oder? I think we've got an intruder. Ja, der sieht mich. Fascist. Aber er kann nicht auf mich schießen. Ich bin in Sicherheit. Es geht auch nicht weg. Jetzt läuft er weg. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, dass sie weglaufen. Ich glaube, sie holen dann eher Verstärkung, ne? Einmal hat mir jemanden durchgespielt, ohne jemanden zu töten. Krass. Das werde ich wahrscheinlich nicht so schaffen. Wow. Hier geht es aber auch schon wieder runter. Also ich weiß nicht so ganz. Dann wieder viele Schritte. I saw somebody. Maybe just a homeless guy. Ja, ja, bestimmt. Der rennt weg. Okay. Immerhin, es gab wieder ein bisschen Munition. Nehme ich gerne mit. Who's there? I think the law's on us. Was? Wer hat mich jetzt schon wieder? Oh, der hat mich auch gesehen. Aber er rennt weg. Soll er doch. Da geht's hoch. Na, willst du jetzt schießen oder willst du von mir weglaufen? Weglaufen. Ich gehe einfach mal unauffällig hinterher. Weg ist er. Soll mir recht sein. Jemand da? Hallo? Nein. Okay. Gucken. Hier ist auch keiner. Also, weiter geht die Fahrt. Kann man nochmal wieder speichern. Oh, da sind wieder... bin ich wieder hier? Haha, genial. Ich habe einen weiteren Weg hier hochgefunden. Ja, dann muss doch hier oben irgendwo... ist hier doch weitergehen, oder? Ich muss doch irgendwie noch weiter nach oben kommen. Hümpf. Oder habe ich da wieder was übersehen? Genau so geht es mir auch. Habe ich da irgendwas übersehen? Da geht's doch nur runter. Hier geht's auch nicht hoch und auf der anderen Seite ja auch nicht. Ah, da ist noch eine Granate. Die nehme ich nochmal mit. Also entschärfen geht. Hallo. Ihr habt mich nicht gesehen, ne? Nein, ihr habt mich nicht gesehen.
Nee, keine Ahnung. Also hier ist irgendwie auch nicht so ganz der Weg zur Weisheit. Oder muss ich nochmal wieder komplett runter? Ja, oder ich laufe ihn einfach. Something moved. Could be the law. Oder ich laufe ihn einfach nochmal in die Arme. Auch eine gute Idee. Das Level ist ein bisschen größer, als es den Anschein hat, okay. Dann gehe ich hier wieder runter. Machen wir ein bisschen Backtracking. Ne? Dann gehen wir wieder ganz runter. Hier haben wir uns ja auch so weit umgesehen. Hier oben ist ja auch noch ein bisschen was. Wie gesagt, ne? Also ich habe echt keine Ahnung gehabt, was mich in diesem Spiel erwartet. I think Gunther is being held behind this laser-triggered alarm. If you don't want to set off the alarm, you can either hack the control panel in the doorway or find a way around. My blueprint of the statue shows a few air shafts. Lockpick. LIM. Schon mal gut. So, und er hat mir jetzt hier Lüftungsschächte eingezeichnet. Nö, eigentlich. Oh. Hier ja auch nicht. Okay, wir hier sind jetzt im Besucherzentrum. So, ich speichere natürlich auch nochmal. Dadurch komme ich natürlich nicht. Er hat was von Hacken gesagt. Aber das ist ja nur ein Knopf. Ja, wenn ich diesen drücke. Ach, ein Tool. Ja, wunderbar. Irgendwo in den Untiefen des Inventars müsste ich ein Multitool haben. Ah, da, 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 da. Achso, die Schächte darf ich selber suchen. Es gibt keine Ubisoft-Türme. Oha. Das will schon was heißen. Hm. Hatte ich hier nicht irgendwo etwas zum Hacken? Ich hatte doch Multitools gefunden, dachte ich. Muss ich mich getäuscht haben. Ich teste hier nochmal eben. Aber ich habe kein Tool. Aber hier. Auch kein Tool. Okay, das ist nochmal das. Schade. Dann muss ich halt weitersuchen. Also wenn wir Multitool haben, dann müssen wir es hingehen. Ja, genau, wenn man ohne Türm und Sammelaufgabe ist, man ja fix durch, das stimmt. I saw somebody. Oh, hallo, dich habe ich jetzt auch. That's him. He's a cop. Nicht erwartet hier. Sagen, was hältst du denn aus? Wir müssen aufpassen, da war wieder sehr laut. Da ist nochmal eine Kiste. Vielleicht lohnt sich das. Ja, ist eine Medizinkiste. Oh, und hier haben wir einen Lüftungsschacht. Aber hier will ich nicht durchspringen, weil hier geht's ja, da geht's ja wieder raus. Nee, 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 nee.
Jetzt bin ich ja schon drin. Den nehmen wir mal mit. Die haben Sellerie in den Ohren. Soll zu unserem Vorteil sein. Aber ich habe auch gleich keine Munition mehr hierfür. Da geht es nur wieder runter. Und da ist Ende im Gelände. Sozusagen. Ich glaube, im Besucherzentrum kommen wir nicht weiter. So, hier ist gerade keiner. Dann nutzen wir mal die Gunst der Stunde. Oh ja, sehr schön. Und wir hacken mal den Icebreaker. Gucken, was das bringt. Global Banking System. Na gut, wahrscheinlich Geld, ne? Ja, 100. Sehr schön. Vielen Dank. Okay, und wenn ihr sagt, das Level ist größer, als es den Anschein hat, dann muss ich wahrscheinlich mich draußen auch noch mal ein bisschen umgucken, ne? Das machen wir doch gerne. Zum Wissenwasser fast genau. Aber hier draußen hatte ich mich doch eigentlich auch weitestgehend umgeschaut, oder nicht? Dachte ich zumindest. Jetzt werde ich hier schon etwas weniger vorsichtig, das ist auch nicht gut. Ja eben, ne? Die Ziele sind in der Statue, aber ich komme da ja auch nicht wirklich weiter. Das da hinten sieht vielleicht aus wie ein Lüftungsschacht. Da könnte man mal reingucken. Die Ratte noch mal einen Taser hat. Ja, können wir vielleicht danach machen. Das möchte ich hier reingucken. This security setup is strictly amateur stuff. Keep an eye out for ways to bypass it. These old pre-millennial buildings are riddled with ventilation shafts and maintenance tunnels. Auf geht's. Jetzt ist aber dunkel hier. Achso, ich habe gar kein Licht. Haha, super. Dann, sorry jetzt für die Dunkelheit. Multitool. Okay, wo sind wir jetzt hier? Soyfood. Ein Pick. Die Frage ist... Lohnt sich das? F12? Ach, F12er Licht. Okay. Jetzt lockt. Dann gucken wir nochmal. Ach, muss ich das in die Hand nehmen? Schmeißen wir den hier mal statt dem Messer rein. Also das Scharfschützengewehr war bisher sehr, sehr... ist wenig... sinnig. Hm. Da kommen wir hier rein. Okay. Mich würde nochmal interessieren, was wir noch haben. Denn man konnte ja hier auch noch weiterlaufen. Ja, von da bin ich gekommen.
Hier ist gerade keiner drin. Medipack. PS20. Das Bankterminal wird derart häufig benutzt, dass es die meiste Zeit kaputt ist. Aber wenn es heute funktioniert, könntest du etwas Geld für unsere Kneipentour heute Abend abheben? Lass dich nicht von den Touristen ärgern. Bis später, Liebling. Kontonummer. Oh, nehmen wir einen Moment, ne? Hier 230023. Aber wir haben ihn ja gehackt. Jonathan, dein Verlobter. PS, ich habe das völlig ernst gemeint letzte Nacht. Ich würde wirklich gerne in der Statue heiraten. Immerhin haben wir uns hier kennengelernt und alle unsere Freunde arbeiten hier. Ja, arbeiten, genau. Nennen wir es mal arbeiten. So, aber ansonsten ist hier auch nichts. Oder kann ich da hochklettern? Da oben ist aber was. Habe ich hier nicht so eine kleine Kiste? Nee. Schade. Dann vielleicht von der anderen. Ah, ich habe einen Stuhl. Ist man so auf Kisten konditioniert? Warum nicht? Habe ich aber auch die Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Ha. Ich habe gedacht, man könnte jetzt vielleicht den Stuhl hier vorstellen und dann könnte man da hoch. Aber das funktioniert nicht. Schade. Dann wieder durch den dunklen Schacht hindurch. Nochmal speichern. Und hier weiter. Da ist er. Ich glaube, da ist er, den wir rausholen müssen. Kann das sein? Okay, der ist gerade mal kurz weg. Ich hoffe, er ist etwas länger. Das ist auch nur eine Soda. Thought I saw someone. A guy in a coat. That's him. He's a cop. Nein. Oh. 30 credits says I did. Ja. Okay. So einfach geht das nicht. Ich frage mich, wo der lang geht. Geht der hier einmal außen rum? Ne, wir wissen ja, dass er gleich einmal wieder umdreht. Dann wäre jetzt vielleicht der richtige Moment, hier lang zu gehen. Ah, hier sind wir. Alles klar. Hallo. Ich habe keine Munition mehr. Ja, super. Perfekt. These guys aren't so tough. Keine Muni ist natürlich schlecht. Laufe ich dem da direkt in die Arme. Ich habe da wirklich nur noch einen Schuss übrig. Das reicht nicht zum Töten. Hier habe ich auch keine Muni mehr. Oh, oh, oh. Dann müssen wir jetzt hier harte Bandagen anziehen. Beziehungsweise... Oh, jetzt habe ich das wieder gemacht. Immer dieses Tab. Torte und Rotschlag. Mord und Totschlag. Ja. Nehmen wir hier mal unser kleines Messerchen. Ist auch nicht, was uns der Feuerlöscher groß bringen soll. Da so ein Messer. Da kann ich mir schon viel eher was vorstellen. So, jetzt haben wir hier. Nochmal schauen. Das sieht halt auch sehr interessant aus. Ah, der steht da wieder. Der bleibt da stehen. Oh, der kommt da. All clear. Okay, dann geht er also nur da hinten rum beim Computer und der hier. Geht da jetzt auch hin. Perfekt. Dann müsste man doch jetzt hier vorbeikommen, oder?
Bitte. Knapp. Gunther's in that room. One of our top agents. Schön. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mit dem machen soll. Kann ich den von hinten erstechen? Oh je. Ich glaube, ich habe schlechte Karten. Immerhin sieht er mich nicht. Who was that? I didn't see a uniform. Take him out. Okay, ich gegen drei gehen mit einem Messer, alles klar. Aber man hat ja keinerlei Versteckmöglichkeit da hinten, ne? Zumindest habe ich da keine gesehen. So, wir gucken, wir warten, bis der wieder hier ist. Aber der eine sitzt ja da auf dem Stuhl. Da müsste ich vielleicht irgendwas schmeißen, dass der da vielleicht hingeht. Aber das ist alles schon ein knappes, sportliches Zeitfenster. Kam der jetzt da hinten schon? Oh, ich weiß gerade nicht mehr, wo die sind. Da. Ist da hinten noch einer? War der denn noch? Ja. That's him. He's a cop. Der war da noch. So, geht weg. That's him. He's a cop. Gunther's in that room. Ja gut, verstecken kann man sich hier wirklich nirgendwo. Dann muss ich jetzt hier erstmal warten. Warten, bis der da hinten aus dem Raum rauskommt, dann rein in den Raum. Dann vielleicht irgendwas schmeißen, um den abzulenken. Vielleicht ein Soda oder so. Ja, aber es hilft ja nichts. Das wird nicht extra irgendwie simuliert. Skandal. Ja, versuchen den mit einer Soda abzulenken, zum Beispiel. Was anderes wüsste ich da jetzt nicht. Und dann muss man da versuchen zu hacken, oder? Beziehungsweise ich kann ja auch. Ah, ich habe doch hier noch den. Mit einem Schuss. Oh, ich habe zu viele Schüsse benutzt. Ich habe viel zu viel geschossen. Die Munition ist viel zu knapp. Ja, den vielleicht noch eliminieren. Ja, kommt dann mit der Zeit. Naja, ich habe echt keine Munition mehr. Nur noch einen Schuss für die Pistole und einen Schuss hierfür. Und den auf dem Stuhl muss ich töten. Das hilft nichts, glaube ich. Na gut, Behemoth, wer weiß, wie das geht. Der hat ja hier keinen umgebracht, hat er gesagt. Boah, aber wie lange der braucht, um jetzt mal zu kommen? Der ist doch hier lang gelatscht. Ein Schuss plus zwei Clips, ja. Was sind zwei Clips? Ich speichere nochmal, dass wir gleich nicht nochmal so lange warten müssen. Guck mal, wo der jetzt ist. Das kann ja nicht sein, dass der jetzt hier... Something moved. Could be the law. Ach, jetzt habe ich ihn verpasst da hinten, ja. Der. Forget it. Thought I saw someone. Der kommt jetzt, ja. Der kommt jetzt.
Ein Clip gleich voller Munition. Ach so, ja dann. Oder ich töte doch einfach alle drei. Es wäre irgendwie einfacher. Ich sehe nur jetzt aber auch gerade keinen weiteren Weg. Ja, man muss nachladen. Dann ist natürlich die Frage, wie geht das, ne? Settings. Keyboard and Mouse. Wo haben wir denn hier Reload? Man kann sogar rennen. Okay. Lean Rifle. Interview. Walk Run. Toggle. Strafe. Nö. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man nachlädt. Kommt der denn jetzt wirklich langsam mal? Also gefühlt? Da kommt er. Alles klar. Ich riskiere es jetzt einfach mal hier. Ah nee, das war nicht gut. Der geht ja da lang. I saw somebody. Maybe just a homeless guy. Ja, wahrscheinlich, ne? Garantiert. Nothing. I guess we're safe. So, und jetzt muss ich hier lang. Jetzt muss ich hier lang. Hier durch. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Dann habe ich auch noch den schönen Turm an meiner Seite. Oh ja, dann halt nicht. Gute Nacht, Smo. Ebenfalls noch einen schönen Abend. Ja, so lange wird das jetzt ja auch nicht mehr gehen. Ich denke mal, ich mache nochmal einen Versuch. Und dann reicht es auch erstmal wieder für heute. Also in den Raum rein komme ich. Ah, vielleicht sieht der Typ mich aber auch nicht an dem Tisch, wenn ich einfach nur drumherum gehe. Das kann natürlich auch sein. Dumm, die dumm, die dumm. Komm schon. Muss doch hier mal kommen. Komm her. Ist natürlich auch mal spannend jetzt hier, ne? Wenn man jetzt hier mal so 2-3 Minuten warten muss, bis den Typen mal meinen, ihren Hintern bewegen zu müssen. Und oben haben wir auch noch diese Schussanlage. Das ist natürlich, wenn man das schnell umprogrammiert kriegt, das wäre natürlich am besten. Na, wo ist er jetzt? Komm zu mir. Mit dem Baiten? Alles klar, das können wir natürlich auch nochmal probieren. Das ist ein sehr, sehr schöner Hinweis. Warum der nicht kommt, weiß ich nicht. Also ich glaube fast, dass es dann so programmiert ist, dass der erst kommt, wenn man auch hingeht irgendwie. Das probieren wir doch gleich mal aus hier. Oh. That's him. He's a cop. Now this is what I signed on. Okay, das kann aber auch an meiner Blödheit liegen.
probiere ich nochmal aus. Diesmal von der anderen Seite. So. Und der Alarm ist aktiviert. Er lädt automatisch nach. Lädt automatisch nach. Rennst du jetzt hin? Gunther's in that room, one of our top agents. So, wir wissen ja, NFS001 Passwort ist Smashes 8. Wieso komme ich nicht mehr rein? Ich verstehe es nicht. China, ich habe von hinten draufgeschlagen. Ich hätte vielleicht noch aufstehen können. Das ist das Einzige, was ich noch hätte ändern können. Turrets kann ich noch nicht. Intruder Detector. Okay. Da kommt schon, schieß! Ich habe nichts mehr. Na gut. Also wie gesagt, ich habe ihn ja von hinten getroffen. Ich hätte halt nur aufstehen müssen. Ne? Das wäre vielleicht nur das Einzige, was ich hätte machen können. Aber mehr auch nicht. Wait. Huh? Aber wenn ich aufstehe, dann... Fascist. This guy wasn't just a grunt. Wenn ich aufstehe, dann sieht er mich natürlich. Also von daher, ne? Funktioniert auch nicht so wirklich. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir an dieser wundervollen Stelle das nächste Mal weiter. Ich denke mal, ne? Ist ja auch schon wieder fast 9:30. Dann bietet es sich jetzt ganz gut an, einmal aufzuhören.